und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja, nach Summer Games kommt Autumn oder Spring Games. Nein, natürlich Winter Games. Mal gucken, wie viele Disziplinen es hier gibt und ob da alle funktionieren. Oh, jetzt sogar ein bisschen Bass. Gib uns Bass. So, auch hier keine Weltrekorde, weil wer braucht das auch schon? Oh, hier haben wir sage und schreibe gleich 4 von 7. Also, uns fehlt Eiskunstlaufen, Kürpflicht und Skijump, Bob, Speedskating. Hotdog fehlt uns, ne? Trickski. So, fangen wir mit Biathlon an. Okay, das steuert sich bekannt. So. Aha. Die Steuerung gibt es nicht, also das ist hoch runter. Okay. Das ist gleich. Okay, also auf jeden Fall kommt man mit der Steuerung hier schon mal klar. Gucken, wie er denn gleich schießt. Okay, das würde ich sagen, war für Versuch 1 jetzt nicht so schlecht. Puls ist auch noch human. Also das sieht echt nach einer sehr guten Fassung aus. Laufgeschwindigkeit könnte besser sein, aber so. Okay. Das, jetzt schieße ich gerade Fahrkarten. Okay. Für einen 100er Puls war das natürlich richtig schlecht. Gibt 4 Schießstände. Kann ich euch schon mal sagen, für die Leute, die das Game tatsächlich nicht kennen. Aber, geht. Ist solide. So. Boah, war das schlecht. Also das geht eigentlich ohne Lag. Also das spielt sich eigentlich sehr gut. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht bei Summer Games irgend so ein Blödsinn ist. Aber vielleicht bin ich eher der Wintertyp. Schreibt das jetzt mal in die Kommentare. So. Ja, das geht doch. Also ist ausbaufähig. So, jetzt müssen wir noch ins Ziel. Das geht aber in Ordnung. Das geht völlig in Ordnung. So. Boah! Das ist aber eine sehr interessante Farbgebung. Hat sich, glaube ich, auch am Rhythmus nichts geändert, oder? In Summer Games 2 gibt es, glaube ich, nicht für die Kiste. Weil Rudern ist identisch der Steuerung wie beim Eisschnelllauf. Da war Epix nicht ganz so kreativ. So, ich glaube, das gewinne ich relativ souverän. Gut, das geht völlig in Ordnung. Ja, das geht. Komm, machen wir Ski zum Schluss. Ah, Bob fahren. Okay. Das
war eine interessante Fassung. Okay, das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Musst du eigentlich nur dagegen lenken und gut ist. Ich war aber auch nie so der Jahrhundert-Bob-Fahrer in dem Game. Ist eigentlich immer links, rechts. Zum Schluss wirst du ein bisschen getrollt. Achso, ich bin schon da. Das war's schon. Okay. Das ist ja gut. So, Skispringen. So, das müsst ihr doch noch, das müsst ihr doch noch kennen. Das haben wir. Ah, das geht noch besser. Eigentlich immer so in der Luft liegen, wie ich es gerade demonstriert habe. Das war besser. 228,4, das ist sogar richtig gut. Ah, der war schon am Anfang schlecht. Ja, ich rette noch. Das ist okay. Komm. Aber nicht so gut. Machen wir einen noch. Komm, es geht schnell. Ist ja jetzt nicht das längste Video der Welt. Mit 4 Disziplinen. Ah, war ich gerade besser. Na, egal. Ja, auf jeden Fall richtig gut. Und nein, den V-Stil gab es damit noch nicht. Da wurde noch schön parallel eingefahren. Nö, geht. Geht, ist in Ordnung. Ist natürlich ein bisschen arm für 4 Disziplinen, wo fast die Hälfte fehlt. Aber dafür muss ich sagen, ist die Version bis jetzt völlig spielbar. Also da kann man sich nicht beschweren. Also da haben sie... Gut, sie mussten jetzt auch nicht viel tun, halt, ne? Aber das geht in Ordnung. Das geht völlig in Ordnung. Also ja, Weltrekorde gibt es ja auch nicht selten. Fehlen auch wieder völlig. Gut, ist ja auch schwierig, auf die Speicherkarte was zu schreiben. Das ist schon richtig. Aber die anderen Versionen haben es auch geschafft. Ja? Auch wenn es dann jedes Mal bei Reset halt zurückgesetzt wird, mein Gott. Gut, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr kennt das Spiel und wir haben noch was von Epix. Das kommt jetzt.